funktioniert wie am ersten Tag. Die Rede ist hier von so einem Stehbolzen. Dieser Stehbolzen saß bei mir im Zylinderkopf drin, den ich letztens auf Dichtheit auch geprüft habe. Und die Schraube ging einfach nicht los. Was habe ich jetzt gemacht im Nachgang? Ich habe das Gewinde nachgeschnitten, Mutter drauf gedreht, festgeschweißt und mit dem Schlagschrauber war es kein Problem mehr. Dann konnte ich die Schraube einwandfrei lösen. Die Schweißpunkte habe ich jetzt mit der Drehbank entfernt. Das hätte ich natürlich auch mit dem Winkelschleifer machen können, abschleifen können. Das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, nämlich ein funktionierendes Ersatzteil oder Bauteil. Und das ist das, was mich am Restaurieren so fasziniert. Mit einigen Handgriffen dann wieder funktionsfähige Ersatzteile oder sogar ganze Schlepper auch zu bekommen. Noch faszinierender finde ich die Kultraktor Community. Das seid ihr. Wir werden immer mehr. Vielen lieben Dank für euren Zuspruch und auch für die ganzen Dialoge, sei es jetzt über Kommentare, E-Mail oder dann auch am Telefon. Das beflügelt mich immer mehr, mit dem Thema auch weiterzumachen. Bedeutet aber auch, dass ich so ein bisschen Vorlauf brauche für unterschiedliche Sachen, wie beispielsweise dem Shop. Ihr fragt zu Recht immer nach, wann kann ich endlich die Aufkleber, Schilder bestellen und weitere Produkte. Ihr seht schon, ich habe sie da. Ich muss noch ein bisschen was machen, dass dann der Shop auch online gehen kann. Dafür brauche ich ein bisschen Zeit und auch Zeit für weiterführende Projekte, die dann auf dem Kanal noch anstehen werden. Von daher wird es eine Sommerpause geben bei Kultraktor. Also Kultraktor geht in die Sommerpause. Den ganzen Juli über werde ich keine neuen Videos hochladen, werde natürlich im Hintergrund arbeiten, so wie es eben besprochen war. Also von daher seht es mir nach. Im August starten wir dann wieder gemeinsam. Wenn ihr also noch kein Abo habt, gerne ein Abo dalassen, auch gerne mit Glocke, dann wisst ihr, wann es wieder losgeht. Ich wünsche euch eine tolle Sommerzeit bzw. einen tollen sonnigen Juli. Genießt die Zeit, schaut gerne auch mal auf dem Kanal wieder nach. Wir sehen uns spätestens im August. Bis dahin habt eine tolle Zeit und das Wichtigste, bleibt cool. Tschüss.